Mein Freund ist wieder da. Oh Mann. Wunderschönes Wetter draußen. Hey Google, Wetter. Okay, Google reagiert mal wieder nicht toll. Auf jeden Fall warm, aber windig. Aber Wind trägt immer dazu bei, dass die Luftqualität besser ist. Liane ist sehr krass beschäftigt hier in der Küche. Und zwar bereitet die ganzen Orangen vor, die immer ziemlich dreckig sind, da direkt am Feld, fürs Auspressen. Und ja, hier auf dem Balkon hat sie auch schon alles sauber gemacht. Meine Fischis leben noch, hoffe ich. Ich sehe jetzt gerade nicht so viele, aber die leben bestimmt noch. Ja, hier wächst und gedeiht alles wie verrückt. Ja, dieser halb Sonnenlicht, halb Schatten ist natürlich nicht so geil gerade. Ja, ich habe irgendwie eine zu Nase, aber ich habe gelesen, dass dieses Anti-Motion Sickness Zeug, also dass einem nicht schlecht wird auf dem Boot und so weiter, dass das dazu führen kann, dass sich die Nasenflügel irgendwie, dass sie geschwollen sind. Ich hoffe, das ist der Fall. Und das ist bald vorbei. Ja, was ich heute mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht fahre ich mal zum Foxhofpark, denn der Wasserstand ist wieder ganz unten. Aber ich weiß es noch nicht. Oder halt entspannt. Ich habe auf jeden Fall ein krasses Schlafdefizit. Nicht nur über die letzten Wochen, sondern im Speziellen über die letzten 2 Tage. Ja. So, Nase immer noch dicht. Oh, irgendwie bin ich mir noch ein bisschen dizzy. Ich habe aber das Wetter gecheckt für die nächsten Tage. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. 31, 31, dann geht es 34, 37, 37 Grad. An Freitag, Samstag. Wow. Ja, wo ich das eigentlich immer mache, hat die Allee angefangen. Mit den Orangenfressen. Ja, ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, besonders mit dem Gerät, aber ich glaube, die macht das ganz gut. Ja, heute ist der letzte Tag, wo es nicht so super arg windig wird, von daher muss ich echt eventuell mal zum Foxgrove Park, obwohl ich immer noch ein bisschen dizzy bin und müde und alles. Ah ja, ich muss gleich mal den Wasserstand Foxgrove Park checken und dann, ich wäre immer noch früh, ich kann mir das immer noch 3-4 Stunden lang überlegen. Ja, irgendwie bin ich immer noch ein bisschen matschig, mittlerweile 3:30. Jeder hat eine halbe Gallone ausgepresst, aber da ist noch einiges übrig. Und die kann ich mehr. Also werde ich jetzt den Rest auspressen. Das, was ich üblicherweise auch normal mache. Aber jetzt weiß die Lilian wahrscheinlich ein bisschen mehr zu schätzen, dass das wirklich eine Schweinearbeit ist. Naja, das mache ich jetzt. Bitcoin geht schön nach oben. Und ja, das Video muss ich heute noch zusammenschneiden. Und eventuell noch raus irgendwo, aber das muss ich nicht unbedingt machen. Ich fühle mich immer noch ein bisschen, oh. Naja. Also. So, ich mache zwar Fortschritte, aber wir haben immer noch ohne Ende Orangen. Mann, Mann. Und eine große Sauerei gibt das hier natürlich auch, obwohl wir schon komplett eine Gallone an Orangensaft fertig haben. Boah. The likes of which the world has never seen. Ja, ja. Also es gibt auf jeden Fall mindestens 2 Gallonen diesmal. Also ausreichend Orangensaft für die nächsten 1-2 Wochen. Sehr geil. Also wenn wir weiterhin so viele Orangen bekommen, dann brauche ich irgendwann mal so eine Presse. Also es ist so viel Fruchtfleisch hier. Und das hier, das ist ja auch noch super juicy. Und da würde man mit einer Presse den Saft auch noch rausbekommen. Natürlich bekäme man dann nicht dieses Fleisch hier, aber egal, ich glaube, da geht einiges an Saft verloren durch diesen Apparat. Aber noch ist es ganz okay. So, pünktlich um kurz vor 5 hat der Nachbar wieder den Grill angeschmissen und wir mussten die Tür hier zumachen. Das ist natürlich eine Katastrophe ist bei dem Wetter und den Temperaturen. Und ich bin endlich durch mit dem Auspressen der Orangen. Also das ist die 3. Gallone. Fast 3 komplette Gallonen sind es geworden. Und ja, das sind knapp
11,5 Liter. Also müssten es ja ungefähr knapp 200, zwischen 150 und 200 Orangen gewesen sein. Denn bei der Größe braucht man so 60, 70 Orangen für eine Gallone. Ja, hat sich gelohnt. Jetzt riecht er natürlich nach Rauch. Die ganze Zeit hat es wunderschön und wunderbar nach Orangen gerochen und jetzt riecht es nach Rauch. Furchtbar. So, zum Foxgrove Park gehe ich nicht mehr. Wäre natürlich die beste Zeit, perfekte Zeit jetzt dahin zu fahren. Hätte ich genau noch 2 Stunden bis nach Sonnenuntergang. Aber ich muss noch die beiden Videos zusammenschneiden von den letzten 2 Tagen und irgendwie bin ich immer noch ein bisschen schwach und schwächel. Von daher spare ich mir das heute. Und freue mich nachher auf den gegrillten Lachs. Mal sehen, ob die Leanne das hinbekommt. 8:45 und das Abendessen. Es ist so gut wie fertig. Es gibt jede Menge Reis. Eigentlich wollten wir noch Salat machen, aber den hätten wir kaufen müssen. Und extra wegen Salat los haben wir uns dann gespart. Leanne grillt hier draußen den Lachs. Beziehungsweise nur ein... Also wir haben die besten Stücke haben wir noch. Das Belly-Stück. Das ist so fettig und so gut, dass man das nicht überkochen kann. Und das gibt es heute mit Reis. Da freue ich mich schon drauf. Und nur Salz, Pfeffer und Garlic Powder. Nichts sonst. Das ist das Beste. Haben wir gestern gelernt. So, der Fisch ist vom Grill. Dann kann ich nicht vorstellen, wie das riecht. So leicht nach Garlic, aber nach Lachs und Fisch. Aber nicht irgendwie fischig, sondern einfach. So lecker. Super lecker. Richtig. Boah, war das lecker. Unglaublich. Obwohl der Belly, also der Bauch, eigentlich eher der minderwertigere Teil des Fisches ist. Boah, war das lecker. Und das war nur der halber Bauch von dem Fisch. Und er hat ausgereicht für 2 Personen. Wahnsinn. Und der Orangensaft. Oh mein Gott. Also mische ich ein Drittel zur Hälfte bis zu der Hälfte mit Wasser und trotzdem noch super extrem orangig. Super lecker. 2,5 Gallonen haben wir noch. Boah. Geil. So, ziemlich spät und jetzt habe ich mein Paket mal aufgemacht. Dieses Kit hier. Allerdings muss ich direkt feststellen, beim Aufmachen, dass dieses Ding hier total kaputt ist. Sieht man bei dem schwachen Licht leider nicht so gut, aber es ist total kaputt. Na gut, es ist nicht die Hauptsache des Dings, aber es ist immer gut, diese Linsen wegpacken zu können. Hey, ja, habe ich $6 Shipping für bezahlt, direkt aus China und jetzt ist das so ein Schrott. Naja, ich pack das mal auf die GoPro. Dass da wenigstens drauf passt. Wenn das alles passt, dann beschwere ich mich trotzdem. Und dann werde ich morgen mal gucken, ob die Aufnahmen besser sind, ob man da irgendwie was an den Rändern sieht und so weiter. Werde ich auf jeden Fall checken. Ja, wenn das nichts ist, dann schicke ich es wieder zurück. Nervt mich auf jeden Fall. Was mich fast noch mehr nervt, ist, ich habe eine Mücke im Schlafzimmer. Ich habe schon 2-mal daneben gegriffen, dann ist sie verschwunden. Ich hoffe, die erwische ich jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten noch. Ansonsten würde mich wahrscheinlich heute Nacht wahnsinnig machen oder erwischen. Oh Mann, ey. So, ich habe gerade die Linsen für die GoPro nochmal ausgecheckt. Und, also die sind geil. Die passen wie angegossen auf diese Naked GoPro und auch auf die Hülle. Kann ich morgen nochmal zeigen. Und ja, sind aus Aluminium, machen einen super guten Eindruck. Und die Polarisierung kann man halt ein- und ausschalten, indem man das 90 Grad dreht. Und da ist auch so ein Drehmechanismus dran. Genau wie einer, naja, sagen wir mal, professionellen Kamera. Sehr geil. Also morgen werde ich das mal ausprobieren mit Aufnahmen draußen, mit und ohne Polarisierung, auch mit Wasseroberflächen und so weiter. Und das einzig Doofe ist halt, dass die Verpackung oder dieses kleine Täschchen da total im Sack angekommen ist. Ja, die Mücke habe ich immer noch nicht erwischt. Auch nicht mit dem Ding hier. Also auf die warte ich noch. Das nervt mich super. Tierisch. Kann ich nicht pennen. Wenn ich das Summen höre, bin ich wach. Naja. Gucke ich, ob ich morgen noch zum Foxgrove Park fahre. Morgen soll es super warm werden. Super windig.
aber eventuell teilweise bewölkt, was gut wäre. Mittwoch soll es noch mehr Wolken geben, was noch besser wäre. Also mal gucken.